Verdient, unverdient. Du bist Freiburger. Freiburger Bobbele sogar. Ich bin St. Elisabeth Klinik. Ich bin auch Freiburger Bobbele, aber PMA von Herzen und Seele. Ich bin St. Elisabeth Klinik geboren. Ich bin richtiger Freiburger Bobbele. Richtiger. Ich du auch. Das hab ich gar nicht gesehen bei der Geburt. Ja, Leute, hier aus Freiburg. Alter, in der 92. Minute kann man einen Unentschieden rausholen, oder? Ja, also verdient oder unverdient, weiß ich jetzt nicht wirklich. Ich würde halt sagen, Freiburg hat sich meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr reindrücken lassen in der zweiten Halbzeit und selbst nach vorne halt nicht mehr viel gemacht. Die eine Chance von Höhler war es, glaube ich, am Pfosten dann noch. Okay. Macht er nicht und dann Bremen halt in der letzten Minute. Wie fandst du das Spiel von Bremen allgemein? Ich meine, ja, Freiburg hat doch mehr gemacht, als man erwartet hat, oder? Nee, Freiburg hat es stark gemacht, stark verteidigt. Bremen sehr schwer gemacht auch und... Ich fand das Spiel von Bremen leider auch wieder nicht so stark wie die letzten Spiele auch. Ich würde sagen, Sieg wäre definitiv nicht verdient gewesen für Bremen. Was heißt nicht so stark? Also woran liegt das, warum man nicht so stark wie früher ist? Ja, also ich weiß nicht, Kruse findet überhaupt nicht mehr ein Spiel. Der war auch heute meiner Meinung nach nicht so stark. Viele Bälle kommen nicht an. Er hat ja Großchancen mit Jansen zum Beispiel. Ja, im Fünfer kann man mal reinköpfen, oder? Ja, Klasen, die zwei Dinger noch. Der eine Schuss, Schwolo stark gehalten zweimal. Und also im Endeffekt kann man sagen, 1-1 ist eigentlich vollkommen okay. Ist okay. Freiburg, aber das in der 92 ist halt sehr bitter. Ja. Okay, also man hat nicht einen Punkt heute von Freiburg geklaut, sondern eher sich für den Punkt verdient. Punkt verdient, ja. Freiburg hat es aber stark gemacht, muss man definitiv sagen. Okay, und denkt man jetzt, okay, es geht jetzt Richtung weiter, wie man angefangen hat. Also der Trainer, die Anfangsspiele waren noch wesentlich besser als jetzt, wo man gegen vermutlich kleinere Teams spielt, wo man eigentlich mehr punkten sollte. Denkst du, es geht jetzt wieder Trend aufwärts, oder? Jetzt wird es auf jeden Fall entscheidend, weil jetzt kommen die noch härteren Brocken. Jetzt kommen dann Leipzig, Dortmund, Bayern noch. Und da muss man halt zeigen, ob man mithalten kann. Und wenn da halt jetzt wieder bergab geht, dann reicht es halt einfach nicht für Europa oder irgendwas am Ende und man sollte jetzt definitiv auch nicht mehr von Europa reden. Aber das sind eher die Ambitionen. Europa wäre schon... War es am Anfang der Saison schon. Ja. Ich finde, die letzten Spiele, jetzt sollte man nicht mehr so von Europa erstmal reden. Jetzt muss man erstmal wieder zeigen, dass man da den Anschluss am Platz 6, 7 halten kann. Und alles klar. Was machst du? Leute, also, erstmal darf man Glückwunsch sagen über einen Punkt. Ja, ja, definitiv. Ja. Nach dem Scheißspiel schon. Ja. Bremen hat Glück gehabt. Scheiß Spiel von wem? Von welcher Mannschaft? Nein, von beiden waren kein gutes Spiel. Zweitliga-Klassik. War viel Mittelfeldgeblänge. Aber ist das nicht krass, dass man in der 92. das 1-1 macht? Also macht ist cool. Ja. Aber ist schon vorhersehbar, ja. Das ist Fußball. Das klar, ist Fußball. So ab der 70. hat sich Freiburg... Ab der 30. Ja, war offener Schlagabtausch, aber Bremen kam dann doch schon auch am Ende immer wieder mal vor die Hütte. Klar, Freiburg Pfostenschuss. Ja, und ihr hattet auch Jansen im Fünfer. Ja. Ich denke mal, Jansen im Fünfer, das hätten wir wahrscheinlich alle auch reingemacht. Da waren Riesenchancen dabei, auf beiden Seiten. Aber sag mal so, Elfmeter haben sogar die SC-Leute hinter uns gesagt, es war kein Elfmeter. Es war einer. Echt? Es war einer. Ihr wart im Stadion und ich war in der Gaststätte nebenan, dann die Wiederholung. Klar. Er hatte den Arm so. Also aus dem halben Meter schießt er voll drauf. Aber wenn du, genau, hundertprozentig. Ja, würdest du auch bei jedem anderen Spiel sagen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin weder für Freiburg noch für Bremen. Sag mir Dankeschön für den Punkt. Danke, grauhaariger Mann. Finde ich super. War das ein verdienter Punkt? Verdienter Punktaustausch. Aber ihr habt natürlich auch Chancen gehabt mit Zau. Das brauchen wir nicht diskutieren. Ganz ehrlich, ich habe da dicke Chancen gehabt. Auch. In der ersten Halbzeit aber vor dem Elfmeter hat Bremen 200%ige gehabt. Das Problem ist, bei mir ist jedes Mal Herz gegen Heimat. Ich komme aus Freiburg, bin geboren hier. Aber ich bin halt Bremer. Erstmal bitter, dass man in der 92. ein Tor kassiert und dann leider einen Punkt doch abgeben muss, beziehungsweise zwei Punkte. Der Dreier wäre heute sicherlich verdient, aber Bremen hat sich doch durchaus zwei, drei große Chancen erarbeitet. Zum Beispiel Jansen im Fünfer, der dann einfach einen Kopfball reinköpfen muss. Ne? Am Ende leider 1-1 für die Freiburger, aber das Spiel im Allgemeinen. Als Freiburger, was kann man sagen? Was heißt da 1-1 für die Freiburger? Das war insgesamt ein spannend, schönes Spiel. Und wenn man den Tabellenstand sieht, das ist so geblieben, der Abstand. Und ich saß mitten in der Fangemeinde von Bremen. Und
alle haben wir uns gefreut über das tolle Spiel. Sie haben sich auch über das Bremen-Tor gefreut? Selbstverständlich. In der 92. Das war Fußball insgesamt wunderbar, so wie Fußball ist. Aber gut, Sie sind ja als Freiburg-Fan hier am Start, dann wollen Sie doch, dass der Freiburg gewinnt, dass die Freiburger gewinnen. Ja, aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. War das denn ein faires 1:1? War alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Da waren die Chancen 100%, da waren die Chancen 100%, ja. Waren 1000%ige dabei, okay. Auf beiden Seiten. Okay. Und ich finde es in Ordnung. Und der Schiedsrichter heute, wie fanden Sie ihn? Wie fanden die Schiedsrichterleistung auf beiden Seiten? Der Schiedsrichter, der war dabei und hat alles richtig gepfiffen. Kann man nicht dritteln. Alles klar. Nein, Digga, bevor ich dich jetzt über Dortmund, Mainz und München und so weiter auslaber, fandst du es fair heute, dass man in der 92. Minute noch 2 Punkte abgibt, also nur ein Unentschieden? Fair? Ja, ob das fair war am Ende? Mein Verein ist der BVB. Mhm. Wir hätten für Freiburg heute das Spiel. Ja, ich war für heute für Freiburg, ja. Aber der BVB zum Beispiel oder FC Bayern München, da hätte es nicht gegeben. Was denn? Ja, die Nachspielzeit, oder gut, für Bayern gibt's immer gern. Fandst du die Nachspielzeit zu lange, oder was? Ja, klar. Definitiv. Ja? Für was? 4 Minuten waren's? Ne? Ja, so ungefähr. 4, ne? Ja. War zu lange. Ich hätte 2 Minuten gegeben. Okay. Aber wenn ich dir jetzt sage, Jansen hätte im Fünfer das Tor machen sollen, wenn ich dir sage... Also Posten, meinst du? Nein, da hat Schwule gehalten. Und da gab's noch Riesenchancen für Werder Bremen. Und wenn man das hochrechnet am Ende, war es eigentlich das Unentschieden doch verdient. Es ist halt nur bitter, dass man gegen Ende verliert. Was sagst du dann? Was ich sag? Ja? Im Endeffekt, ich gehe jetzt auf den Eckball ein, wo nicht gegeben wurde, zum Beispiel. Wo geklaut wurde, ja, habe ich auch schon mitbekommen. Ja, pass auf. Aber denkst du, man kann ein Spiel nur wegen einem Punkt kritisieren? Wegen einem Eckball kann viel passieren, ja. Okay, was wäre denn passiert? Vielleicht ein Kopfballtor. Vielleicht. Hätte eher passieren können, oder? Ja, siehst du? Ich sag ganz ehrlich, es waren Unentschieden, weil beide scheiße. Nein, aber ich sag mal so, denkst du, die Freiburger denken, ihr habt einen Punkt geklaut? Oder Punkte geklaut hier in Freiburg? Nee. Weil viele jetzt vorbeilaufen, unverdient schreien. Ich bin ja ehrlich, wir sitzen im SC-Block. Wer sind die Freiburger? Wer sind die Freiburger? Die Fans. Die laufen vorbei und sagen, unverdient. Freiburger. Du bist Freiburger. Freiburger Bobbele sogar. Ich bin St. Elisabeth. Ich bin auch Freiburger Bobbele, aber Bremer von Herz und Seele. Ich bin in St. Elisabeth Klinik geboren. Ich bin richtiger Freiburger Bobbele. Richtiger. Du auch. Hab dich gar nicht gesehen bei der Geburt. Schnell ausmachen. Ich älter bin als du. Gott. Ich hab dich nicht gesehen. Nee, ich bin ehrlich, es hätte für keinen von beiden für einen Sieg gereicht. Nein, ganz ehrlich. Es war kein Sieg für beide. Genau. Für mich ist... Okay. Sieht Werder Bremen SC Freiburg auf Augenhöhe? Nee. Sollte es sein? Ich bin ehrlich, ich finde es traurig, wie SC sich teilweise darstellt. Guck mal das Spiel vor 2 Wochen an. Was war es, Mainz? Mainz, ja. Alter, da muss man sich schon schämen dafür. Ein Bayern-Spiel, so ein Spiel bei Mainz. Ja. Das Problem ist, beim SC geht es halt hoch und runter, wie es gerade geht. Ich weiß nie, was du kriegst halt. SC spielt nach dem Wetter. Ja, ist so. SC weiß nie, was du bekommst. Es ist warm, es ist kalt, das spielen wir mal so, ne? Nee, ich finde es schade. Knüpft man an der Leistung an, die man in der Anfang der Saison quasi aufgerufen hat? Nein. Ist SC heute gut? Ja, wenn man so aufgerufen hat. Weil am Anfang der Saison war SC nicht gut. Aber ihr wart gut. Bremen war gut. Bremen war gut, aber nicht so gut wie Anfang der Saison. Bremen, für mich hat Bremen zu wenig gemacht heute. Viel zu wenig. Wenn man mal guckt, was man für Spieler hat, SC und dann bringt man das, was heute auf dem Platz war, ist es viel zu wenig. Der SC hat viel zu wenig Aufstellung. Nein, okay, also ich fange schon an, Leute zu kritisieren. Also ja, ich kritisiere gerne. Speziell, wen, wer? Also für mich war heute die falsche Aufstellung. Man muss das so schauen. Also Aufstellung hin und her, man kann nichts sagen, Riesenchancen waren da. Auf beiden Seiten. So, dann können wir über Qualität reden und dann kommt natürlich Kritisieren ganz am Ende. Aber wenn man kritisieren vor heute... Vor dem Elfmeter sieht die Chancen nicht. Wer hatte die besseren Chancen vom Elfmeter? Bremen. Definitiv. So, dann kommt ein Elfmeter für mich umstritten. Für mich ist umstritten. Der Schiedsrichter sagt nein. Und erst nach der Zeitlupe, klar, ganz kein Thema, wenn er so die Hand hat. Wir haben es nicht gesehen. Wir haben es im Stadion gesehen. Er hat die Hand so gemacht. Okay, ist sinnvoll, so eine Zeitlupe im Stadion zu zeigen. Nee, das wird. Aber ganz ehrlich. Hey, nach einem halben Meter schießt der andere voll drauf.
Ja, was will er denn machen? Nein, aber das, die Frage ist ja... Aber, nein, Jimmy, aber das ist Fußball. Wie gehst du, wenn jemand flankt, wie gehst du daran? Natürlich als Verteidiger. Hast du die Arme? Anlegen, ja, natürlich. Natürlich ein Fehler. Ja. Passiert. Wenn, aber wenn es 1-0 fällt, was hat der SC danach gemacht? Nichts. Postenschuss. Also, nee, das war erst als 85. Es, 85. Wenn ich ehrlich sein soll, gab es weder richtig Qualität von Bremen, von beiden Seiten nicht. Also es gab so jemanden, wo er zwei Spieler ausgedribbelt hat, dann hat er den Ball verloren oder verspielt, genau, oder so weiter. Genau. Ja, wenn, war erst ein Mittelfeldspiel, oder? Ja, war eigentlich so ein Mittelfeldspiel. Ja. Wenn ihr jetzt sagt, wir knüpfen gar nicht mehr an unsere gute Leistung an und so weiter, wo einige schon Bremen Europa gesehen haben am Anfang, wo Bremen wirklich aufgeblüht ist? Nee, das Problem ist, das sehe ich noch weit weg. Das Problem ist, was ich im Essen schon seit Ewigkeiten sehe, ist Aufbauspiel und das fehlt einfach. Du hast da Stürmer wie Petersen, aber wer bringt denn die Bälle? Jetzt hast du Jerome Gondorf von Bremen geholt. Jetzt was bringt er? Problem, ich sag dir eins, Problem bei Freiburg fehlt die Spritzigkeit. Die haben manchmal Angst, um nach vorne zu spielen. Dieses, was soll ich jetzt machen mit dem Ball? Soll ich nach vorne spielen, schneller, nach hinten spielen? Schneller umschalten. Zurück. Der Mut fehlt, Da muss einmal was Junges wieder rein. Ich sag nur eins, Carlo Burkhalfa, das ist ein guter Freund von mir, der muss in die Profimannschaft rein. Carlo, ich denke an dich. Freiburger oder Bremen? Nein, das ist mein Sohn, das ist ein Freund von mir. Ohne Scheiße. Dann frage ich Sie mal, kommen Sie mal einen Meter vor und sagen Sie mir, ob das Spiel in der 92. Minute, wenn man dann Punkte abgibt, fair oder unfair ist. Also wenn man so unentschieden spielt. Ja, so ist Fußball, ja. Extrem glücklich für Bremen. Kann man den Schiedsrichter kritisieren? Hat ja jeder Bremer. Kann man den Schiedsrichter kritisieren für seine Leistung heute? Nee, wieso? Quatsch. Hat gut gepfiffen. Bremer war schon wesentlich besser in Freiburg. Schon waren heute nicht gut. Beide nicht. Nee, ein Dusel. Bremer hat Dusel gehabt, dass sie 2-0, 3-0 hinterlegen. 2-0. In der Halbzeit vom Elfmeter kann es auch 2-0 für Bremen stehen. Jansen, also wenn ich mal zwei Men of the Matches, wenn ich mal Men of the Matches der beiden jeweiligen Seiten nennen darf, dann ist es klar Pavlenka und Schwolo. Also, definitiv. Also Pavlenka, wäre Pavlenka nicht da, gäbe schon ein Tor, der Ellbogen, Dinger, Riesen und Schwolo auch. Warum klappt es dann bei den Vordermännern nicht? Warum klappt es nicht vorne? Bei beiden Seiten nicht. Ich habe Schwolo kritisiert vor dem Spiel. Aber der Höhler macht normalerweise in der letzten Minute macht das 2-0. Es steht zweimal frei, vom Tor. Ja, macht das nicht. Aber das ist Fußball. Aber das ist Gott, eben die Angst. Ist halt in der Messi, in der Ronaldo. Fertig. Man muss mutiger sein. Einfach mal schön aufs Tor schießen. Nicht dieses, ich guck mal und so. Einfach rein damit. Bremen wie nächste Woche gegen Bayern. Ja? Da bin ich echt gespannt. Hey, da muss halt rein. Typico, Bremen gewinnt gegen Bayern. Alle Tipps.